Liebe Mitglieder des Landesjugendjazzorchesters, liebe Freunde des Landesjugendjazzorchesters, liebe Familienangehörige und natürlich lieber Herr Diefenbach. 35 Jahre Landesjugendjazzorchester. Was für eine beeindruckende Zahl und vielmehr was für beeindruckende Jahre. Ich kann Ihnen allen nur herzlich gratulieren. Und wenn man sich überlegt, wie viele Menschen über diese 35 Jahre das Landesjugendjazzorchester groß gemacht haben. So groß, dass es mittlerweile häufig als Sprungbrett genutzt wird, um in Berufsorchester einzusteigen. Ich nenne mal alleine die HR Big Band. Und wie viele junge Menschen dort es geschafft haben, in einer großen Vielfalt von engagierten und begabten jungen Menschen sich zur Entfaltung zu bringen, ihre Persönlichkeit zu leben und vor allem ganz wunderbare Musik zu machen. Und deswegen werden wir alle in diesem Jahr das traditionelle weihnachtliche Live-Konzert sehr vermissen. Ich hatte es schon fest geplant, dass ich diesmal es wirklich schaffe, denn das Konzert, was ich bei Ihnen erleben durfte, das ist bei mir noch in ganz, ganz feste Erinnerung. Und die Weihnachts-CDs laufen ehrlicherweise im Moment jeden Adventssonntag rauf und runter. Und insofern freue ich mich, dass wir zumindest ein wunderbares Video entsprechend geschenkt bekommen. Und dann hoffe ich sehr, dass im nächsten Jahr wieder alles live passiert. Denn das Landesjugendjazzorchester hat ja selbst eine Menge Einbußen gehabt. Ich denke mal an die Südamerika-Reise, die sie gemeinsam geplant hatten, die vielen Konzerte, die Tourneen, all das hätten sie so verdient gehabt. Und die Corona-Pandemie hat auch das vermasselt. Lassen Sie uns gemeinsam zuversichtlich bleiben. Die Kulturbranche braucht alle Ermutigungen, die es gibt. Wir kämpfen hier im HMWK dafür, dass es sukzessive besser wird. Und jetzt, glaube ich, brauchen wir alle auch mal eine Weihnachtspause und echte Erholung von diesen Strapazen. Und dafür kann dieses wunderbare Musikvideo gleich helfen. Ich darf ankündigen, das erste Lied, und zwar von den Junior Voices und der Junior Band. Josef, lieber Josef mein, eine Geschichte am tragischen Hintergrund, denn die heilige Familie musste nach Ägypten fliehen. Und ich glaube, sie passt ein bisschen in unsere Zeit. Es sind harte Zeiten, aber wir müssen alle miteinander stark bleiben. Gerade in Corona-Zeiten braucht es die Gemeinschaft. Und die haben Sie im Orchester, die haben wir für die Kultur. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Konzertgenuss. Thank you.
alle Welt verwahr. Voller Freude kommen da zu dem, der vorab Ram war, der uns gebar, die reine Magd Maria. Liebe Freundinnen und Freunde des Landesjugend-Jazzorchesters Hessen, ein hartes Jahr liegt hinter uns. Unser 35-jähriges Jubiläum wäre beinahe völlig unter die Räder gekommen. Und natürlich wenig Musik, wenig Musik. Und das ist sowohl für unsere Bandmitglieder ganz blöd und für sie auch. Wir brauchen Musik für unsere Seele und aus diesem Grund haben wir Alternativen gefunden. Wir haben mehrere Musikvideos für Sie eingespielt und die werden jetzt nacheinander erscheinen. Wir haben uns auch jetzt für den besonderen Anlass der ausgefallenen Weihnachtskonzerte etwas einfallen lassen. Das ist das Halleluja von Händel in unserer Version. Und ich bin mir sicher, Sie werden damit Energie tanken für einen guten Start in ein sicherlich auch nicht ganz leichtes Jahr. Aber bleiben Sie dran, schwingen Sie weiter und vor allen Dingen behalten Sie die Energie, die wir brauchen alle, um vorwärts zu gehen. Genießen Sie die Zeit, die wir alle vielleicht jetzt mehr haben, als uns lieb ist. Und hören Sie mal wieder die guten alten CDs des Landesjugend-Jazz-Orchesters. Es sind ein paar große Perlen dabei. Alles Gute für Sie und bleiben Sie uns gewogen. Bis hoffentlich bald in Präsenz.